wir sind hier in Schweinfurt, haben dabei den Subaru BRZ in der Tim Schrick Edition und wir bauen jetzt hier ein Gewindefahrwerk ein und quatschen dazu mit dem Timo und lasst uns das auch noch ein bisschen erklären, was da so alles drin steckt. Timo, wie erklärt man denn möglichst einfach die Einrohrtechnologie? Dadurch, dass ich beim Einrohrdämpfer Gas und Öl voneinander getrennt habe durch ein separates Bauteil und nicht wie beim Zweirohrdämpfer keine klare Trennung habe, habe ich über höhere Temperaturen und höhere Dämpferanregungen ein konstanteres Dämpfungsmaß, das nicht von der Temperatur beeinflusst wird. Deshalb ist es auch in fast jedem Motorsportanwendung kommt im Grunde Einrohrdämpfertechnik zum Einsatz und hier wird das Federbein ist abgeleitet von Cup-Serien wie einem Porsche Carrera. Also es ist ein richtig schön kompaktes Verhalten, das Auto. Etwas mehr Rückmeldung von der Asphaltbeschaffenheit. Man kann ihn halt schön hier so rumlassen. Top! Vorderachse ist McPherson, bedeutet, du hast ein Federbein, was auch gleichzeitig radführende Aufgaben hat. Deswegen muss es auch ein bisschen dimensionierter sein und haltbar sein. Und unten ein Dreieckslenker. Und da musst du das gesamte Ding vom Radträger abschrauben, oben abschrauben, nimmst das Ganze raus, klappst diese Achsschenkel nach außen, guckst, dass deine Bremsleitungen nicht gezogen oder geknickt werden, damit die nicht kaputt gehen. Auch da nimmst du den Top-Mount runter, baust den Top-Mount auf den anderen Dämpfer mit der anderen Feder, baust wieder zusammen. Hängst es wieder rein, steckst die Schrauben wieder zusammen, klappst das Ganze wieder zusammen und hängst den Stabi wieder ein. Ist relativ überschaubar, relativ einfach. Und beim BRZ ist es auch so, die Vorderachse ist im Bereich von 30 mm von der Fahrhöhe, von der Serienfahrhöhe aus, relativ spurkonstant. Sprich, die Spur ändert sich nach dem Einbau von dem Fahrwerk nicht und Sturz kann man eh nicht einstellen. Also man kann eigentlich Federn, also ein Fahrwerk reinstecken, auf der empfohlenen Fahrhöhe fahren, einen Tick weiter runter als Serie. Funktioniert das out of the box ziemlich gut, aber wie gesagt, es ist von Seiten TÜV sowieso, wenn man das Fahrwerk eintragen lassen muss, dann muss man auch ein Vermessungsprotokoll sowieso vorlegen, das macht auch Sinn. Wenn du einen Stoßdämpfer hast und du machst die Dämpfung zu, sprich der dämpft mehr, dann bedeutet das, dass das Auto ja viel mehr der Straßenoberfläche folgt, weil der Dämpfer sich nicht so schnell auf einem weiten Weg bewegen kann, dann hoppelt das Auto. Und wenn du die Stoßdämpfer etwas aufdrehst, dann kann quasi die Aufhängung das Ganze etwas mehr abpuffern, dann entsteht etwas weniger Aufbaubewegung. Und das merkst du ganz klar, wenn du den Stufe 1 hast, dann ist das Ganze sehr, sehr hoppelig. Dann kann man damit super auf der Rennstrecke unterwegs sein oder Slalom. Oder man kann halt einfach sagen, ich bin unterwegs auf der Landstraße, ich rolle ein bisschen durch die Gegend, dann mache ich die Dämpfer auf, damit ich nicht jeden Stein spüre und damit das Ding nicht so hoppelt und damit meine Freundin nicht so schimpft, dass ständig der Kaffee überläuft. Lässt sich im eingebauten Zustand alles super verstellen, die, ja. Farbe, die Dämpfkraft. Über diesen Klickmechanismus hört man auch, merkt man relativ gut, ja. Und kann es dann wieder auf das Alltagssetting stellen, damit man komfortabler als im Rennsetup unterwegs ist. We could be shameless, baby, running with a love.